Leute, wir haben es geschafft. Zwei Spiele in Analyse, Staffelfinale, dranbleiben. Hallo Freunde des gepflegten Podcasts, wie wir immer so schön sagen. Letzte Folge dieser Staffel, dann gehen wir in die wohlverdiente Sommerpause. Boah, reicht auch. Ja, mir reicht auch mit. Ja, bin durch. So, und damit wir erstmal unsere Phrasen dröschen können, hauen wir auch erstmal wieder unsere Flat rein hier. Damit das dann auch irgendwann mal dem guten Zweck zugeführt werden kann. Ja. Ne? Auswertung machen wir denn im Live-Podcast? Oder? Wollte ich auch gerade vorschlagen. Also, wer uns dort vor Ort live sieht, der kennt das, dass wir am Ende dann auch noch gerne Schatzmeister brauchen zum Auszählen. Also ich würde sagen, Live-Podcast wird ausgezählt. Da lohnt sich dann hoffentlich auch. Organisatorisch gleich vorweg, 27.06. Ja. 19 Uhr, Sportgaststätte Wenden. Jetzt schon reservieren den Termin. Wir werden das diesmal mit Eintrittskarten machen, die sowohl an der Abendkasse geben wird und möglicherweise auch im Vorverkauf. Da müssen wir dann nochmal gucken, wo wir diesen Vorverkauf starten. Am besten folgt ihr uns auf Instagram, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Genau. Oder abonniert ganz neu unseren WhatsApp-Kanal. So ganz neu ist er jetzt nicht mehr, aber auch da sind wir vertreten. Eintracht unterstrich inklusiv, glaube unterstrich war es. Dann seid ihr zumindest auf der sicheren Seite und verpasst nichts mehr. Und auch da, dieser Eintritt, den wir nehmen, wird dem guten Zweck zugeführt. Ne? Das losen wir dann auch da wieder aus. Ne? Das hat Spaß gemacht. Das hat Spaß gemacht. Also ich glaube, da werden wir uns wieder so ein paar Institutionen überlegen und dann am Ende das Los entscheiden lassen und wieder für zwei Institutionen, sodass es dann zweimal eine Losfee dort vor Ort geben wird. Und wir freuen uns auf jeden Fall schon drauf. Also eine ganze Sommerpause wird es dann doch nicht werden bis zur nächsten Saison. Aber wir werden erstmal eine kleine Pause machen bis dahin, glaube ich. Ja, also Matze und Pödi on Tour. Möchtest du eingangs schon verraten? Ja, also den habe ich. Möchtest du oder nicht? Sonst ja, ich würde gerne natürlich einen schon verraten, weil ich mir den ja auch gewünscht habe. Mhm. Eine alte Eintracht-Legende, also jeder, der es weiß, der unsere Live-Podcast verfolgt, der weiß, dass wir immer so versuchen, jemanden aus der Eintracht-Legendenzeit, aus der etwas älteren Generation zu bekommen und natürlich auch jemanden aus der neueren Generation, von den neuen Legenden. So ist ja immer so ein bisschen unsere Idee. Und da haben wir nichts oder niemand Geringeren gewinnen können als tatsächlich. Also ich freue mich wirklich, dass Bernd Gersdorf zugesagt hat, tatsächlich. Also wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und ich freue mich wirklich. Und ich denke auch der ein oder andere, der uns folgt, also Bernd Gersdorf auf jeden Fall definitiv live dabei. Und willst du denn auch schon verraten, dass wir auch schon einen zweiten haben oder willst du den noch? Ja. Dann hau raus. Schicken. Ken Reichel ist da. Ken Reichel ist da, den werden wir also nicht schicken, sondern der ist dann auch da. Ja. Also für alle, die dann kommen, natürlich auch Gelegenheit, Unterschriften und Fotos und so weiter sich abzuholen, wer es denn möchte. Dafür auch die 5 Euro Eintritt. Also nicht dafür, hört sich jetzt auch schon wieder bescheuert an. Aber ja, das wird, glaube ich, wieder ein runder Ahn, eine gemütliche Sache. Von daher, merkt euch den Termin. Ich glaube, wir haben es beschränkt auf 150 Plätze. Genau, also ich, wenn wir voll werden, uns würde es total freuen. Auch nein, wenn wir ausverkauft sind. Wenn wir ausverkauft sind, dann nicht, wenn wir voll sind. Wenn wir voll sind, vielleicht auch. Aber ich würde mich wirklich freuen, wenn viele den Weg nach Wenden finden. Also erstmal, wer letztes Mal dabei war, der kann das bestätigen. Total geile Location, toller Gastgeber, tolles Essen, genau. Tolle Bedienung, schnelle Getränkelieferung. Also da ist man auf jeden Fall am Abend gut versorgt. Und für alle, die Fußball natürlich in der Zeit verfolgen wollen, wir haben natürlich auch auf den Spielplan der Europameisterschaft geguckt und haben auch dort gibt es tatsächlich spielfreie Zeiten und haben natürlich das auf diese spielfreie Zeit gelegt, sodass wir dann auch den Abend trotzdem mit Fußball genießen können. Also, also jetzt schon ein toller Service für euch. Ja. So, kommen wir jetzt aber wieder zur Eintracht. Ja, waren wir doch gerade auch. Na gut, das ist okay. Wien Wiesbaden, Heimspiel. Ja, ja. Letzter Heimspiel der Saison. Du warst da? Ich war da. Wie hast du es wahrgenommen? Kommen deine Eindrücke jetzt? Absolute Anspannung, lange nicht mehr gehabt. Abend vorher nervös gewesen, Trikot rausgelegt.
Kindern Trikot rausgelegt, schon am Abend vorher, so richtig ritualmäßig, so auch ein Stoßgebet mal abgesetzt, um zu sagen, bitte, weil ich hatte wirklich ja, Bedenken, dass Eintracht so dieses letzte Heimspiel nicht kann. Da gab es ja viel Diskussion vorher. Ins Stadion gefahren, geiles Wetter, Top-Atmosphäre. Das erste Mal Sitzplatz, Block 10, rechts, fand ich super. Gut, ich hätte mir vielleicht vorher überlegen sollen. Wir haben uns tatsächlich im Stadion gesehen. Ja, wir haben uns tatsächlich gesehen. Und ja, es war super Wetter, geile Atmosphäre im ganzen Stadion. Also Gänsehaut von der ersten bis zur letzten Minute. Die Fans haben nochmal gezeigt, warum sie dieser 12. Mann sind. Und ohne die wäre, glaube ich, auch die Saison nicht so geendet. Das muss man einfach sagen. Aber auch Dank an die Mannschaft, an alle. Also ich muss ehrlich sagen, von den ganzen Emotionen, nach dem Spiel war mir überhaupt nicht nach Platzsturm die Mut zu Gemüte. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin einfach zusammengesackt in diesem Sitz und habe einfach froh, dass es vorbei war. Totale Erleichterung und einfach nur erleichtert gewesen. Ja. Das sind jetzt so die Emotionen. Wir können ja dann auch noch sportlicher eingehen, aber das war so, weil du ja gefragt hast, wie habe ich mich gefühlt. Also totale Anspannung und während des Spiels ein Achterbad der Gefühle, Vollgas und dann irgendwann die Mannschaft einfach nur noch über diese Linie getragen. So habe ich das Gefühl, so als wenn die mit so einer Sänfte, die Mannschaft war ja auch am Krückstock mit mehr Verletzten als Spielenden am Ende und dann am Ende einfach nur pure Erleichterung und Dankbarkeit. Pödi, wie hast du es erlebt? Ja, ähnlich wie du. Also ich war natürlich positiv gestimmt. Ihr dürft doch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel erlebt habt. Trotzdem hatte ich irgendwie so ein mulmiges Gefühl. Also das ist normalerweise ein gutes Zeichen. Wenn ich ein mulmiges Gefühl habe, ist ein gutes Zeichen. Hab aber vorher gesagt, ich glaube, die haben wir 4 oder 5-0 weg. Irgendwie ja, sowas. Genau. Also wie immer. Also, ganz normaler Spieltag halt. Wenn es nach meinen Tipps gehen würde, dann wären wir unbesiegt mit, keine Ahnung, 120 zu 0 Toren. Ne, Tabellenerster. Mehr Punkte als Leverkusen. Aber ja, dann war das Spiel auch zu Beginn sehr elektrisierend. Du hast gedacht, okay, die hauen wir jetzt auch weg. Und dann ließ das so ein bisschen nach. Wir gehen jetzt gleich noch ein bisschen auf das Sportliche ein. Und dann hast du angefangen zu zittern. Und dann, das ist so eigentlich der Teil, den ich so gar nicht mag, dass du dann immer wieder bei jedem Angriff von wegen Wiesbaden zittern musst, dass es dann nicht reingeht. Naja, und dann hinter der Platzsturm, ich kann die Emotionen der Leute verstehen, auch die pure Erleichterung und so weiter. Aber ich denke, im Platzsturm war der tatsächlich irgendwie so unangemessen. Ja. Weil es war in Anführungsstrichen ja nur das Minimalziel Klassenerhalt. Richtig. Also ich meine, das ist das Braunschweiger Publikum, man muss es dann wieder mit dem Zwinkern sehen, aber ich sag mal aus zweierlei Hinsicht, sicherlich die Emotionen aufgrund der Saison, wir dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen, genau. Das war schon eine Sensation und ich sag mal, wer mal verfolgt hat, es gibt ja immer schön diese Wahrscheinlichkeitsrechnungen von der KI, das ist ja mittlerweile nichts Neues, da waren wir glaube ich beim einstelligen Prozentbereich im November, was die Klassenerhaltswahrscheinlichkeit angeht, deswegen kann ich die Emotionen verstehen. Ich finde aber, dass sie A, dann in dem Moment unangemessen waren, insbesondere weil ich der Meinung bin, die Mannschaft hätte es verdient gehabt, auf die Runde zu gehen und dass jeder sich bedankt und auch die Mannschaft hatte das ja irgendwann gesagt, hat sich ja dann später noch auf dem Balkon, sage ich mal, oder oben auf der Haupttribüne in der Loge bedankt, mit aber nicht mehr so vielen Leuten, weil da natürlich viele bei dem Wetter, glaube ich, auch Kräfte zehren des Spiels. Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe es ja vorhin schon betont, ich war einfach nur erleichtert, aber ich bin auch unheimlich dankbar. Also wirklich ein Riesendank an Daniel Scherning, an diesen Glauben, den er versetzt hat, als niemand diesen Karren aus dem Dreck ziehen wollte und natürlich auch an die Mannschaft, denn ohne die wäre es nicht gegangen, aber auch im Zusammenspiel der Fans. Also ich erinnere mich noch an diesen schönen Banner, der beim Spiel gegen Osnabrück über der Südkurve hing, als Daniel Scherning übernommen hat, vor dem Osnabrück-Spiel, da stand ganz groß geschrieben, wie sollen wir an euch glauben, wenn ihr es selber nicht tut. Und das für mich in diesem Moment, weiß ich nicht, bestimmt 5, 6, 7 Mal ist mir das durch den Kopf gegangen, was passiert ist zwischen diesen beiden Momenten. Und da siehst du, wie viel Glaube und Wille und Einsatz und Leidenschaft in der Verbindung mit Fans und Kurve bringen kann. Und deswegen einfach nur Chapeau für, ja, und dieses letzte Spiel war eigentlich so wie die Saison auch eine Achterbahn der Gefühle, da war ja alles drin und erinnerte mich an so viele Highlight-Spiele, die Eintracht hatte, mit Lattenkrachern, mit am Ende nur noch das Gefühl zu 9, Ermin rumpelte nur noch rum, Rüttmüller musste runter, wir hatten keine Wechseloptionen mehr. Eieiei. Aber wir können ja mal das Spiel so chronologisch sportlich bewerten, wie du es so wahrgenommen hast. Also so, ich
muss tatsächlich gestehen, ich kann mich da so gar nicht mehr dran erinnern. Also es war tatsächlich so dieser Moment, wo die Last abfiel, ne? Ja, die haben das 1-0 gemacht. Und dann habe ich noch zu irgendwem gesagt, ist nur noch eins bis zur Halbzeit. Ne? Also dann sind es nur noch zwei nach der Halbzeit, um mein Ergebnis dann auch so zu kriegen, wie ich das wollte. Und wie gesagt, es war dann auch durch diese ganze Anspannung und so weiter, habe ich auch ganz viel vergessen und ausgeblendet. Ich war dann wirklich total erleichtert, dass wir in Kaiserslautern nicht mehr zittern müssen. Ja. Und dann ging es auch in Anführungsstrichen, ja, mit diesem Platzsturm und so, wo ich dann auch gedacht habe, ja, schade, ich hätte es irgendwie cooler gefunden, wenn sich die Mannschaft schön vor der Südkurve hätte aufbauen können und man dann noch irgendwie gemeinsam feiert, wenn der ganze Block noch voll ist. So war es halt der Rasen. Und dann kommen halt wieder so diese typischen Durchsagen, die irgendwie auch dann wieder die Stimmung so ein bisschen killen. Lass den Rasen ganz, wir brauchen noch und Tornetze und. Und dann siehst du schon wieder Leute, die mit Werbebandern durch die Gegend laufen, wo du denkst, habt ihr beim letzten Mal nichts gelernt und ne, was wollt ihr jetzt alles klauen? Das waren so ganz komische Gefühle. Und ja, das da habe ich auch alles ausgeblendet. Gebe ich dir recht, also danach ist es bei mir auch einfach nur abgefallen, hatte ich ja schon gesagt. Ich habe natürlich noch so ein paar Szenen im Kopf. Ich finde, so wie du auch gesagt hast, es ist elektrisierend losgegangen mit super Power-Fußball. Die ersten 15 Minuten hättest du ja schon 2-0 führen können. Da haben wir ja uns in so einen Rausch gespielt und haben wie in Wiesbaden gar keine Luft zum Atmen gesagt. Ringt sie nieder, war ja auch das die Aufforderung. Und haben wir auch wunderbar hingebekommen. Helgason, der sich für mich die letzten Wochen total gesteigert hat mit diesem Willen. Das Letzte, was mir dann so, na klar, diese Lattenkracher und diese Wechselsache, wo ich mir so gedacht habe, um Gottes Willen, jetzt müssen wir das auch noch in Unterzahl. Und Wehen hatte sich natürlich dagegen gesträubt. Und was mir dann noch in Erinnerung geblieben ist, sind diese abgefangenen Ecken, zweimal von Torben Hoffmann, wo ein Stadion jubelte, als wenn wir gerade den DFB-Pokal gewonnen hätten. Genau. Eine Gänsehaut überall, also ich kenne wirklich das, so wünsche ich mir Stadionatmosphäre immer. Ich weiß nicht, wie es sonst ist, aber es haben alle gesagt, egal wo, es haben die alle mitgemacht, es sind alle aufgesprungen und haben diese Mannschaft da zum Schluss, die zweite Halbzeit war grauenhaft anzugucken von uns, aber egal, wir haben es geschafft und ich glaube, wenn wir ja nochmal zurückgucken, es gibt hier noch Folgen, wo wir beide hier standen und uns angeguckt haben und so ratlos waren und deswegen ist mir das am Ende auch sowas von egal, wie das zustande gekommen ist. Ich war einfach nur froh, dass wir aus gutem Grund nicht in Lautern noch irgendwas brauchen, da hatte ich noch ein schlimmeres Gefühl und dann war einfach Haken hinter. Ja, und witzigerweise hast du gerade gesagt, was ich mir schon die ganze Zeit immer so denke. Also Hoffmann, der da eine Ecke nach der anderen runterflippt und dann logischerweise liegen bleibt erstmal mit dem Ball, um den zu sichern und das ganze Stadion ist am Toben. Ja. Das wäre natürlich geil, wenn wir das in jedem Spiel über die 90 Minuten hinkriegen und sich die Jungs dann natürlich auch, wie sie es da gemacht haben, selber abfeiern. Ja. Weil ich glaube, das ist so ein bisschen, was so eine Mannschaft dann zusammenhält, zusammenbringt, wo du draus wachsen kannst und dieses, ja, wir gemeinsam gegen alle. Genau, und das war so diese Einstellung, dass du das Gefühl hattest, die Mannschaft wird jetzt durch die zweite Halbzeit getragen. Also das zeigt ja, dass Fußball nicht unbedingt immer schön sein muss und auch nicht immer alles klappen muss, sondern dieses Zusammenspiel zwischen Mannschaft und Fans hast du in diesen Situationen, als man sich feiert über eine abgefangene Ecke, was eigentlich Standard in der Saison wahrscheinlich 100 Mal kommt. Ich muss aber auch eine Einschränkung sagen zu deinem Wunsch. Glaube nicht, dass das so von der Emotionalität und von allem auch irgendwie möglich ist und auch zielführend ist, immer so zu haben, aber ein Ticken mehr, als es manchmal war, also gerade den Nörglern, die dann vielleicht beim dritten, vierten Fehlpass in der neuen Saison wieder anfangen zu pfeifen, sollte man dann diese Szenen nochmal vorspielen, dass das mehr bringt, wenn es nicht läuft und die zweite Halbzeit zu einer anderen Saisonphase, hätten viele schon wieder und jetzt, nein, hilft keinem und am Ende verdient der Klassenerhalt, so wie Schernings auch gesagt hat, hat sich die Mannschaft redlich verdient und der Trainer für mich noch mehr, weil er hier in einer ganz, ganz schwierigen Situation Verantwortung gezeigt hat und diesen Plan hatte, den er dann auch konsequent umgesetzt hat. Ja. So, und jetzt verlassen wir Wien Wiesbaden und gehen nach Kaiserslautern. Auch da denke ich, sorry Leute, aber da habt ihr es verkackt. Platz 12 war drin, habe ich ja vor ein paar Wochen schon gesagt, also da hatten wir, glaube ich, mit Luca Pottlich noch, ne, habe ich gesagt, am Saisonende landen wir auf Platz 12 und das war drin.
Platz 12 war noch drin. Ich weiß. Und mit verkackt meine ich jetzt tatsächlich, du hast die Chance, im Profitopf zu landen, DFB-Pokal. Das heißt, einen wahrscheinlich unterklassigen Gegner zu bekommen. Vierte, fünfte, sechste Liga, wo die Wahrscheinlichkeit da gewesen wäre, auch die zweite Runde zu erreichen und weiter Fernsehgelder einzusammeln oder fürs Weiterkommen Gelder einzusammeln. Und dann ist dieses Spiel, also unerklärlich. Also normalerweise musst du 3-0 führen bis zur Halbzeit oder nach der ersten halben Stunde und du wirst da 5-0 verprügelt und kriegst zwei Tore in Unterzahl. Ja. In Überzahl. Du kriegst zwei Tore in Überzahl. Das kannst du ja gar keinem erklären. Ja, ich glaube, also es ist, glaube ich, gar nicht so. Ich weiß nicht, ob man das jetzt, ich will jetzt keine Rechtfertigung und schönen Rede reinmachen. Ich habe mich sicherlich auch gerade über die Höhe geärgert. Ich finde, du kannst da verlieren. Auch auf dem Betzenberg in Lautern vor ausverkauftem Haus, die sich auch nochmal vor ihren Fans, Friedhelm Funkels, letztes Spiel, natürlich mit dem Pokal ausgenommen, aber Heimspiel, sein letztes gewesen. Die Sache war die, vielleicht ist es doch so, ohne dass ich eine Entschuldigung suchen muss, es mussten viele Umstellungen, also einige Spieler waren echt drüber, du musstest einige 5-6 Wechsel vornehmen, du hast vielleicht diese Anspannung, von der wir eben gesprochen haben, dass dieses Level da oben ist und du dann diesen Klassenerhalt schaffst, vielleicht diese Anspannung dann nochmal aufzubauen, soll keine Entschuldigung sein, die ersten 10-15 Minuten waren super. Dann kriegst du halt dieses dumme Gegentor und kriegst natürlich auch zwei richtig schöne Tore, die so auch in der Saison nicht fallen. Soll keine Entschuldigung sein. Ich fand es jetzt am Ende natürlich ärgerlich, habe mich geärgert, war aber jetzt gar nicht, also auch bei mir war so diese Freude über den Klassenerhalt dadurch nicht mehr wegzumachen oder beziehungsweise hat das alles ein bisschen verblendet, obwohl ich mich im ersten Moment auch über die Höhe insbesondere geärgert habe, dass da eine Chance war, mal nicht in diesem Topf zu landen. Jetzt sind wir halt wieder da, müssen wir halt ein Heimspiel und da irgendeinen Oberklassigen weghauen und dann haben wir auch das Geld. Kommt Hertha. Ja, kommt die zittern Hertha wahrscheinlich schon wieder, wenn die Auslosung bald kommt. Ja, also ich glaube, das Spiel können wir kurz zusammenfassen unter Haken hinter. Also ich will das gar nicht in die Tiefe gehen und analysieren, weil... Nee, es bringt ja jetzt auch nichts mehr. Also wie gesagt, es ist verkackt worden. Die Chance auf ein leichteres DFB-Pokal los in der ersten Runde ist aber alles hypothetisch und es ist jetzt so und natürlich ist die Anspannung weg und Klassenerhalt überwiegt, alles fein, will auch gar nicht drauf rumhacken und das, wie gesagt, du hättest normalerweise 3-0 führen müssen, dann wäre Lautern auch tot gewesen, ne? Wer weiß, wie das Spiel denkt. 3-0 ist vielleicht ein bisschen hoch, also so 1 oder 2-0 glaube ich schon, also ich habe es mir auch nochmal und wenn du verlierst, ist auch egal, ne? Aber es ist halt schade, in der Höhe zu verlieren, wenn noch 3000 Fans mitfallen. Das ja, über, also war natürlich die gelbe Wand, aber eine Sache möchte ich doch nochmal erwähnen, nämlich hier schon mal in diesem Podcast mich da zu bedanken, weil wir haben ja doch schon relativ viele Abgänge, sei es ein Saulo Di Cali, der auch sich mal wieder reingeschmissen hat, so viele Abgänge, Yannick Bank so als Torwart, unser Torwart, der weg ist. Wir haben Findl, der nicht verlängert wurde. Wir Marx. Haben Marx, der über die Außenbahn Stammspieler war letzte Saison. Wir haben Maurice Multhaub, der super Jahre hier verbracht hat, uns auch mit hochgeschossen hat in die Bundesliga. Und wem man ganz zum Schluss nochmal wirklich sagen muss, ganz, ganz, ganz großen Dank für 10 Jahre Treue, Niko Kiewski. Der hat auch nochmal seinen besonderen Dank. Ich will jetzt keinen von den Abgängen, die ja vielleicht auch noch folgen in der Woche oder in den nächsten Wochen, jetzt irgendwie schmälern, aber ich muss schon sagen, wenn du 10 Jahre in der heutigen Zeit in diesem Profigeschäft im Verein bleibst und treu bleibst, auch mit schwierigen Zeiten. Niko Kiewski hat, glaube ich, immer wieder gekämpft, hat immer schwierige Konkurrenzkämpfe, die er auch verloren hat und hat sich, glaube ich, jeder, der ihn ein bisschen kennt und der ihn verfolgt, hat er sich immer ohne Mäkeln, ohne Aufmerksamkeit, ohne negative Schlagzeilen auf diese Bank und in den Dienst der Mannschaft gestellt. Deswegen fand ich es total toll und wir wollen hier auch nochmal Danke an die Jungs und insbesondere auch an Niko Kiewski für 10 Jahre Eintracht sagen. Genau. Vielen Dank für euren Einsatz und auch wir wissen das zu würdigen. Ja. Jetzt kriege ich aber Husten hier. Bierchen trinken. Also hilft. Nach dem Spiel wie in Wiesbaden ist ja dann auch die U23 aufgestiegen. Ja. Das Spiel war ja gleich im Anschluss. Ein paar von euch waren ja dann auch drüben, also in der Rheingold Arena, quasi auf dem B-Platz. Wartet hat mir so ein bisschen leid getan. Der Gegner, der da so mit 6-0 verprügelt worden ist und dann zusehen muss, wie
die U23 da quasi die Meisterschaft feiert. Das war schon mal schon bitter, aber so ist Fußball manchmal. Ja, wir verlieren 5-0 in Order und Wachtel kriegt von uns 6-0. Ja, haben die sich auch anders vorgestellt. Ins Gepäck. Aber fand ich geil auch von der Aktion, dass es so ein Nachgang noch war und dass sich viele auch gebührend dann, weil die U23 hat ja schon eine geile Saison gespielt, sich jetzt früh belohnt. Auch da geht nur Riesendank an die Verantwortlichen, Trainerteam, an die Spieler, an die Fans, die immer treu sind. Da gibt es ja auch einige wie Kiwi, der immer mal den nennt, der da auch eine Dauerkarte gefühlt hat und sich jedes Spiel heim und auswärts, wenn er kann, reinzieht. Ich glaube, das war an diesem Tag schon was Besonderes, dass du wirklich diesen Schritt, dass du wirklich, ich glaube, wir haben an diesem Tag eine Menge geheilt, was wir 2018, 19 kaputt gemacht haben, nämlich, dass wir Alteingesessene nicht vernünftig verabschieden. Wenn ich jetzt an diesen Tag der Legenden denke, jetzt auch an diese Verabschiedung von den Spielern und Niko Kiewski dort nur vor der Kurve in Lautern oder jetzt die U23, die in der Rheingold Arena ihren Aufstieg, ihr Comeback feiert in die Oberliga. Wenn man dann zurückdenkt an diese Abmeldung der U23, an den Abstieg mit Thorsten, wo man dann danach Leuten wie Mirko Boland dann aus den Medien erzählt hat, dass es hier nicht mehr weitergeht, da glaube ich, war dieser Tag schon besonders, dass wir gezeigt haben, für was Eintracht steht und dass wir zwei tolle Erfolge gefeiert haben. Und ich glaube, das ist so für mich, was jetzt am Ende dieser doch anstrengenden Saison hängen bleibt, nämlich einfach dieses große Danke und dieses, ja, einfach stolz auf beide Truppen sein zu können. Und, also ich würde nochmal ganz gerne so auf zwei Dinge eingehen. Also zum einen, Reda Kita hat, nachdem Fitze ja nun in die erste Mannschaft aufgerückt ist, übernommen und hat alle Spiele gewonnen. Ja. Ein einziges, das war das 5:5 gegen Freie Turner, was unentschieden endete. Ansonsten hat er alle Spiele mit dieser Mannschaft gewonnen. Krass, und das war ja auch, also das heißt, im Endeffekt, Rida Alonso. Also, ja, Rida Alonso, genau. Kann man auch sagen, weil Xavi Alonso ja auch alle Spiele nicht verloren hat, also auch nur unentschieden. Ja. So, also, und das Zweite, Mirko Boland tut mir wirklich leid, weil er ist in Braunschweig damals nicht schön verabschiedet worden. Ja. Und hat jetzt das Gleiche in Lübeck nochmal erlebt. Das ist richtig bitter. Weil ihm hat man ja quasi auch das Karriereende einfach so verkündet. Und er war noch gar nicht bereit. Also er fühlt sich immer noch fit und er will auch noch spielen. Und ja, hat dann quasi im Stein erfahren, dass er... Ja, das ist natürlich bitter. Also ich meine, ich glaube, der Unterschied ist natürlich, dass man gesehen hat, also das sind immer so Fußball ist so ein Geschäft, wo es leider manchmal so läuft. Der Unterschied, glaube ich, ist jetzt aber, dass er es nicht im Urlaub irgendwie aus dem Internet erfahren hat, sondern wahrscheinlich noch persönlich. Und ich habe ja gesehen, dass die Kurve sich auch bedankt hat mit einem riesen Plakat. Die wussten ja schon, was los war, sonst hätten sie nicht so einen riesen Banner gemacht mit Danke Mirko und Danke, da waren ja drei Namen drauf, habe ich gesehen. Machen wir uns mal nichts vor, Pödi, Fußball-Business ist dreckig. Da können wir sogar noch mal anstoßen. Ja. Fußball ist ein dreckiges Geschäft. Das klingt komisch. Wir lieben diese Sportart und wir lieben den Fußball, sonst wären wir nicht alle Fans von Eintracht oder von anderen Mannschaften, wahrscheinlich hier jetzt alle von Eintracht oder lieben dieses Fußball-Business mit ihren verrückten Geschichten. Aber wir müssen sagen, dass da oft nicht so kollegial und elf-freunde-mäßig umgegangen wird, wie es dann halt vielleicht in der Öffentlichkeit immer dargestellt wird. Deswegen wundert mich sowas nicht, aber ich meine, für mich selber bin ich einfach nach dieser Saison froh und glücklich und will gar nicht rummeckern oder jetzt irgendwie das Haar da so besuchen, sondern bin stolz auf die Mannschaft und auf die Mannschaften, wenn man jetzt mal von der U23 spricht, dass wir es geschafft haben. Sehr schön. So, und jetzt kommen wir zu unserem ganz speziellen Spiel, das da heißt... Verbier mich nicht! Und da gibt es natürlich auch gleich, ne? Ja. Möchtest du mir vorher geben oder soll ich warten? Also ganz ehrlich, selbst Leverkusen. Da kriege ich direkt einen Milchanschuss. Nächstes Mal stelle ich dir eine Milchglasse. Ganz ehrlich, Pödi, Mannschaften, die auch schon frühzeitig Meister werden, kriegen die Schale auch immer erst nach dem letzten Spieltag. Und okay. Da wir hier beim Fußballbusiness sind, gibt es ja auch keine neuen Regeln. Von daher bleibt alles, wie es ist. Halt, stopp. Es bleibt alles so, wie es ist. Nochmal jetzt Ladies first, ne? Möchtest du die Spielregeln nochmal kurz erklären? Genau, während du dir noch eine schöne Schokolade gönnst und die Leute dich nicht verstehen und du die Fragen schon mal raussuchst, erkläre ich nochmal kurz, es geht um diesen schönen Pokal, den Pödi schon bereits vor einigen Wochen, ich kann es gar nicht genau sagen, wann rechnerisch gewonnen hat. Aber wir haben hier drei Bier vor uns, wir werden drei Fragen
danke nochmal Kiwi, die er uns zusammen zur Verfügung gestellt hat, vorlesen im Wechsel. Und für jede nicht richtige Frage geht ein Bier wieder weg. Genau. So, und jetzt die Frage. Welcher Spieler stand beim nervenaufreibenden Spiel gegen Dortmund 2 in der Saison 2007-2008 nicht auf dem Platz? Nicht. Nicht auf dem Platz. Ramazan Yildirim, Dennis Doan, Adrian Horn oder Benjamin Fuchs? Adrian Horn. Du lockst ein? Ja. Und richtig ist Dennis Doan. Hat Adrian Horn im Tor gestanden oder was? Scheint so, weil ich weiß nur, Doan kam glaube ich in der Saison 8-9, wenn ich mich irre. Ja. Das also, ja, der muss ein Jahr später gekommen sein. Schon wieder ein guter Start. Läuft. Ich weiß. Er mag dieses Spiel. Er mag es wirklich. Wer von diesen Spielern spielte am häufigsten für Eintracht Braunschweig? Ken Reichel, Mirko Boland, Costa Rodriguez oder Marc Fitzner? Ich habe mich neulich mit Ken drüber unterhalten. Ist noch gar nicht so lange her. Ich mal vor, Ken Reichel, Mirko Boland, Costa Rodriguez oder Marc Fitzner. Wer am meisten Spiele vereintert hat? Nee, Costa war es nicht und Fitzner war es auch nicht. Ich glaube, Mirko Boland. Wir haben sogar auf unserem Kanal haben wir ein Video dazu gemacht, Spieler mit den meisten Spielen vereintragt. Und jetzt bin ich echt am Überlegen, Reichel oder Boland? Und ich glaube Boland. Ich glaube, Boland ist über 300 und Ken ist bei knapp 300, wenn ich mich nicht irre. So, dann. Ich sage Boland. Und die richtige Antwort ist Ken Reichel. Ja. Ja, es geht schon wieder gut los hier. Geht schon wieder gut los. Aber es ist wenigstens spannend drin. Die Fragen sind auf jeden Fall sehr stimmt, gut. Stimmt, und Ken dann, ja, stimmt. Oh nein, oh. Ich habe erst gedacht, als du dann mit Ken Reichel anfängst, dass du mit ihm geredet hast, dachte ich, das darf doch wohl nicht wahr sein. Der hat es dir wahrscheinlich noch erzählt. Ja, hat er auch. Ja, dann aber wir können wir das nochmal im Live-Podcast. Also mehr geht nicht. Also wir haben die Fragen auch nicht getürkt. Aber es war auch im Zusammenhang mit Boland, deswegen. Oh. Ah ja. Okay, ich werde es verkraften können. Gerade so. Jetzt ey, damit hast du immer noch Chancen zu gewinnen. Ja, also ich fühle mich gut aus der Saison verabschieden. Bin hochmotiviert. Och, das weißt du aber, weil da haben wir neulich erst drüber gesprochen. Wer verwandelte einen Elfmeter beim legendären 5:5 gegen Fortuna Düsseldorf? Dennis Doan, Mirko Boland, Valentin Nastase oder Christian Lenze? Christian Lenze, sage ich. Lockst du ein? Ja. Und die Antwort ist richtig. Christian Lenze. Genau, bei Valentin Nastase hatten wir uns noch darüber unterhalten. Genau, da war die Frage, müssen wir rausholen, ne? Der hat verschossen, glaube ich. Der hat verschossen, wer hat verschossen, ja. Genau. Und deswegen, ja, ganz wichtig, ganz wichtig. Ach, ja. Ich glaub, du hast dein Bier noch nicht weggestellt übrigens, das ist mir ganz wichtig. Ja. Ist back, ne? Mhm. So, von welchem Verein wechselten Kingsley Onuekbu und Pierre Merkel zu uns? Was? Ja. So, das ist TuS Mechtersheim? Nee. Ida Oberstein? Ja, Ida Oberstein. Ida Oberstein ist richtig, ja. Das hätte ich auch ohne Vorgabe gewusst, tatsächlich. Ja, es ist Ida Oberstein. Das lag mir auf der Zunge. 2:2. So. Oh. Wer ist Rekordspieler unserer zweiten Herrenmannschaft? Mike Littmann? Marco Dimitrijevic, Stefan Haug oder Nils Göwecke? Nochmal? Mike Littmann, Marco Dimitrijevic, Stefan Haug oder Nils Göwecke? Göwecke kenne ich gar nicht und den zweiten kenne ich auch nicht. Stefan Haug, das Torkrokodil kennst du nicht? Natürlich kenne ich das Torkrokodil. Achso, den zweiten. Ich nehme Stefan Haug. Lockst du ein? Ja.
Und diese Antwort ist falsch, weil es ist der, den du nicht kennst. Marko Dmitrijev. Marko D. Okay. Aber ich hätte es auch nicht gewusst. Hätte auch entweder Littmann oder Hauk gesagt. Einer von beiden. Egal. Egal, Bier weg. Bier weg. So, unentschieden habe ich sicher. Jetzt kommen aber nochmal richtige Klopperfragen, ne? Jetzt kommen nochmal Klopperfragen. Jetzt, unten sind die Miesen drin. So. Jetzt geht's los. Wann wurde der letzte Neubau der Südkurve gestartet? Oh. 1990, 1992, 1993 oder 1997? Der letzte Neubau der Südkurve. 90, 92, 93, 97. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Das sind richtige Knallerfragen. Ja. Jetzt zum Schluss. Ich kann nur raten. Ich weiß es nicht. 90? 90 ist falsch. 1993. Damit, so wie es sein soll, schiedlich-friedlich trennen wir uns 1:1. Aber ich glaube... In einem sehr umkämpften Match. Ich glaube, ja, zum Ende hin bedankt man sich natürlich mit der schönen Sekt. Die kann ich gebrauchen nach der Saison. Also zumindest nach der Verbier mich in die Saison. Ich glaube, ich werde auf jeden Fall bei Kiwi oder so mal ins Trainingslager gehen in den nächsten Wochen. Mal gucken, was wir zur neuen Saison einfallen lassen, zur neuen Staffel. Also wir haben ja sicherlich jetzt ein bisschen Zeit. Aber... Natürlich möchte ich erstmal sagen, keiner hat es mehr verdient als du. Das muss ich echt sagen, es fällt mir schwer. Ich weiß, das sind jetzt so Worte, die du dir lange, auf die du lange gewartet hast in den letzten Folgen. Aber nein, ich überreiche hiermit herzlich dir, Pödi, den hochverdienten Verbier mich nicht Pokal mit einem ganz, ganz hohen... Ich glaube, ich habe gar nicht gewonnen, diese Folge. Ich glaube, ich habe mal ein paar Unentschieden, aber... Einmal muss ich die Punkte dann doch geben. Doch, jedenfalls. Aber Pödi, hiermit herzlichen Glückwunsch zum Staffelsieg. Verwirr mich nicht. Jawohl, danke schön. Da ist das Ding. Zum zweiten Mal schon, ne? Zum zweiten Mal schon. Das ist ja fast schon wieder FC Bayern. Die meisten Leute sind auch schon gelangweilt und kommentieren gar nichts mehr. Seriensieger Pödi. Auf jeden Fall. Also. Wobei ich auch dazu sagen muss, viel Glück gehabt beim Antworten manchmal. Das gehört dann eben doch dazu. Manchmal hast du halt Kackfragen und dann Fragen, wo du nur raten kannst. Und, ja. Aber am Ende, also muss ich ehrlich sagen, klar, man kann über Glück reden, aber so oft, wie es dann doch war, dass du doch die eine oder andere Frage dann wusstest oder ausschließen konntest, muss man sagen, am Ende ist es schon verdient. Und hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich fand, das war mit Eintracht-Fragen auch nochmal was anderes als jetzt über die Kicker-Fragen oder über unsere verrückten Fragen, die wir mal hatten. Also die denke ich zwar auch zurück, die gucke ich mir gerne nochmal an. Also wer jetzt die nächsten Wochen bis zum Live-Podcast Langeweile hat und sagt, ach, die beiden fehlen mir jetzt freitags zum Frühstück, statt Frühstücksfernsehen dann uns beide an, der kann natürlich bei YouTube alle Folgen nochmal angucken und hat auf jeden Fall genug Zeit, sich die Staffeln reinzuziehen. Genau, in der Playlist von oben nach unten oder genau. Von unten nach oben einmal durch. Ne? Mir hat das wieder ganz viel Spaß gemacht, Matze. Ich freue mich auch auf die neue Staffel. Ich auch. Also da saß, du hast ja jetzt fast vorweggenommen, weil ich wollte diesen Spannungsbogen aufrechterhalten und sagen, machen wir weiter. Aber ich wollte gerade sagen, ich freue mich auf die neue Staffel, wenn ich dann dir zugucken kann, wie du mit irgendjemand anders hier stehst. Ja, also wollte ich auch gerade sagen, vielleicht... gibt es ja Veränderungen oder also wir wollen so ein bisschen gucken. Also wer wissen will, A, wann geht's weiter und B, wie geht's weiter, da würde ich sagen, die Entscheidung darüber verkünden wir im Live-Podcast. Also nochmal ein Grund mehr, die 5 Euro zu investieren, nicht nur aufgrund der 2 Top-Gäste und des guten Zwecks, die wir natürlich auch noch haben und natürlich verspielen wir dann auch wieder eine Runde, verbier mich nicht, mit Publikum würde ich sagen, aber wie es weitergeht mit uns, da müssen wir, und in welcher Form, das verraten wir dort vor Ort. Genau, beim Essen. Beim Essen. In dem Sinne, bleibt uns treu, 27.06. vormerken und eine angenehme Sommerpause und eine schöne EM in Deutschland mit hoffentlich erfolgreichen Spielen und einer gut startenden Eintracht. Und viel Sommer und Bier und Bratwurst und in dem Sinne, macht's gut. Tschüss. Tschüss.